Alter, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Montag. Das heißt, Max Out Monday. Wir maxen nicht Gen 5. Ich habe letzten Montag bereits angefangen. Ne, Dienstag war es. Ich habe Montag gechillt, aber letzten Max Out Monday habe ich versucht, Gen 4 fertig zu maxen. Zumindest so weit, wie es geht. Ihr wisst, paar Pokémon, die habe nicht mal ich in 100. Oder paar Pokémon, die warten halt noch, wie zum Beispiel Lunastein, habe ich in 100. Aber ich habe keinen Sonnenfell und die will ich halt zusammen maxen als Paar. Deswegen sind wir jetzt eigentlich schon bei Gen 5, aber es fehlen noch ein paar andere Sachen, die maxen wir heute noch so als Zwischending. Wir fangen an mit Nincada. Der hat mir natürlich offensichtlich 100 gefehlt und jetzt hat man das Event mit dem Ticket und dadurch hatte ich Glück und ein 100er aus der Quest, 329. Ich habe sogar ein 98er Shiny bekommen, 328, dachte, oh Mann, Glück auch aufgebraucht, verschwendet, ich krieg den 100er nicht mehr, aber letzter Tag ist er noch gekommen. Ticket hielt 6 Tage hielt es. Von Freitag früh bis Donnerstagabend hielt es. Also nicht schlecht. Und hier nochmal der Check für euch. Aber 329, ihr könnt mir vertrauen. Das ist einer von den wenigen von Gen 3, die ich noch nicht in 100 hatte und noch nicht gemaxt habe. Deswegen, mein Bester war bis dahin 96. Und gut, dass ich den nicht gemaxt habe. Denn selbst ohne den 100er hätte ich mich mit dem 98er Shiny verbessert. Auf jeden Fall, Level 15 übrigens aus der Quest, also sehr low, das dauert jetzt eine Weile. Schreibt gerne unten in den Kommentare, wie es bei euch so lief in letzter Zeit, was habt ihr gemaxt heute. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo, aktiviert die Glocke. Ansonsten könnt ihr irgendwelche Fragen stellen, bezüglich eigentlich allem. Und wir versuchen die dann immer im Max Out Monday zu beantworten. Dadurch, dass das hier ein bisschen länger dauern wird, denke ich, dadurch, dass wir auch noch ein paar andere Pokémon auf der Liste haben. Deswegen denke ich, sehen wir uns erst wieder, wenn der hier fertig gemacht ist. So, gleich haben wir es geschafft. Der kommt nicht über die 2000, oder? Wenn ich richtig gezählt habe, jetzt noch zweimal. Genau. Also die letzten zwei Pushe kosten immer 15. Daran könnt ihr erkennen, wie weit ihr schon seid. 1969. Gutes Jahr. Sind unter die 2 Millionen offensichtlich gefallen. Dann haben wir noch Hippopotas. Einen habe ich schon gemaxt. Und eigentlich maxe ich immer nur einen jeweils, aber erstens ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Zweitens, männlich und weiblich sehen so unterschiedlich aus für mich, dass ich beide maxen will. Drittens, der war schon so hoch, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Also, das ist eine Ausnahme. Ansonsten, ja, es gibt so ein paar verschiedene Pokémon, wo ich beide Formen maxe, aber nicht bei allen. Zum Beispiel nicht Inkognito oder sowas. Das ist ja krank. Jedes Inkognito, jeder Buchstabe in 100 auf Max. Das wäre echt verrückt, Mann. Das wäre eine krasse Sammlung.
Aber auch die nächsten zwei Pokémon sind dann zwei Formen, die wir an sich schon haben. Und zwar ist das Burmy. Aber da, die haben auch einen verschiedenen Deckeintrag. Also für mich ist das ein bisschen was anderes. Weil männlich und weiblich haben die ja nicht extra dafür einen unterschiedlichen Deckeintrag. Aber das ist ja dann eine andere Form. Da habe ich nämlich erst eine Form. Also erstmal die männliche auf jeden Fall. Und dann nur eine der weiblichen Formen gemaxt. Denn die anderen zwei sind erst nach dem Max of Monday gekommen in 100. Das war ein harter Kampf. Krasses Event, wie ich den letzten 100er dann hinterhergelaufen bin. Jo, männlich-weiblich 3085, saftig. Und wie gerade gesagt, The Burmies. Leider noch kein Shiny, aber jetzt alle, die Ticket hatten für St. Louis und von zu Hause aus die Spawns bekommen haben, die haben eine Menge Shiny Burmy bekommen. Das war irgendwie Event-Pokémon dort. Also gönnt mir, tauscht mir gerne einen Shiny Lucky Burmy. Ich brauche noch alle vier. Damas ist der männliche, zack, und drei weibliche gibt es, davon haben wir erst den braunen. Jetzt müssen wir noch den rosanen und den grünen maxen. Genau, das war so eine Zwischenstation heute mit Max on Monday. An sich müsste ich auch noch die ganzen Alolas maxen. Alola und Gala. Dicta habe ich jetzt 100 Shiny sogar bekommen. Da fehlen aber die Bonbons. Und also das Slimer fehlt noch, da habe ich sogar 3,98er, aber ich hoffe noch auf einen 100er. Weil die ganzen Alolas kommen ja langsam in die Quest, deswegen nicht auszuschließen, dass er auch in die Quest kommt. War ja auch schon in den Raids. Und dann kann ich den jagen. Und keine Ahnung wieso, aber bei Burmy hängt es bei mir in letzter Zeit immer. Auch wenn ich einen Burmy aus dem Ei bekomme, kommt immer nur die leuchtende Kugel. Keine Ahnung, was da los ist. Da fehlt mir Alola Knogger. Ich habe einen Lucky 98er und so wie es aussieht, kriege ich auch keinen besseren, weil wenn der nicht irgendwie in die Quest oder so kommt, kriege ich den halt nicht, weil ich mache wirklich nie Alola Knoller Raids, obwohl ich gerne machen würde, aber findet sich halt keiner. Und dann fehlt noch Alola Kokowai, den habe ich immer 100 verpasst und da habe ich aber noch die Hoffnung, also da mache ich erstens immer noch die Raids und zweitens habe ich die Hoffnung, dass er zurück in die Quest kehrt, weil der war schon mal in der Quest. Verschicke 10 Geschenke, da habe ich ihn leider nicht oft genug gejagt. Schade. Und Alola Raichu fehlt natürlich auch. Raid-technisch nehme ich jeden Raichu mit, aber ich hatte noch kein Glück. Einen Shiny habe ich da auch noch nicht bekommen. Und dann fehlt noch Gala Smogmog. Aber das Problem ist, keiner will den machen. Alola Knogger wollen noch hin und wieder mal welche machen, weil den gibt es Shiny, aber Gala Smogmog muss ich wohl warten, bis der in Shiny Gala kommt, weil dann haben die Leute das Interesse und dann kann ich mir hoffentlich ein 100er Gala Smogmog gönnen. Ansonsten, Alola technisch war es das. Genau, das sind so noch die Pokémon, die mir fehlen und dann halt Gen 5. Ich kann euch nochmal kurz hier alles aufzählen, was mir noch fehlt. Weil viele mal fragen, wie viele Max-Pokémon hast du? Wie viele genau ich habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie viele mir noch fehlen. Von Gen 2 sind es halt noch die zwei regionalen und Capoeira leider. Ich habe sogar Bautz 100. Risiko 33%, dass es Capoeira wird, aber das traue ich mich nicht. Gen 3, also Gen 1 komplett fertig. Gen 3 fehlt noch. Volbeat Illumise, Quirtle, Lunastein, Sonnfeld, Absol, Relikant und Regirock und Regieis. Die jage ich schon so lange. Gen 4 fehlt nur die Biene, Pachirisu. Beide Formen von der Schnecke, diesem Schleim da. Wie heißt der nochmal auf Deutsch? Ihr wisst, wen ich meine. Und Drifblon, da warte ich einfach bis Halloween. Mir egal. Wenn bis dahin die Map hoffentlich noch läuft. Plauderguy. Dann natürlich Kripuk. Und Kaumalat. Ich hatte einen 98er, Tag 14 aber nur. Könnte man schon maxen. Werde ich wahrscheinlich auch demnächst oder so. Kann man schon auf jeden Fall machen. Lucario fehlt noch, da fehlt mir immer noch nichts über 91, habe ich da. Venufliebes, da habe ich einen 96er Lucky, der wird wahrscheinlich auch gemaxt. Und dann noch die anderen zwei vom Seen-Trio, die sind aber regional. Das wäre es dann von Gen 4.
Und Gen 5 dann beinahe alles noch. Ich habe, glaube ich, von Gen 5 noch gar nichts gemacht. Genau, dann haben wir es. Also fehlt nicht mehr viel, Leute. Dann haben wir eins der großen Ziele erreicht. Meine großen Ziele nochmal zusammengefasst. Alle Pokémon maxen, jedes Pokémon in 100 haben und das Shiny Lucky Pokédex, also alle Shiny Luckys. Und hier und da noch ein paar gehen, aber ansonsten sind wir sehr, sehr, sehr nah am Ende, am Ziel. Ich mag's jetzt noch schnell zu Ende und dann sehen wir uns mit dem Outro. So, das war's, Leute. Hä? Der Gosan hat weniger. Ist der überhaupt 100? Ja. Ja, ich dachte, das sind einfach nur verschiedene Formen, aber immer noch dasselbe Pokémon, weil der Gosan hat 1593 Max, 100. Und Grün und Braun haben 1773. Echt komisch. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute, und von Max on Monday. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.